Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, der euch beim Hören Geld bringt. Stressiger Tag heute bei uns, aber ich habe jetzt riesen Bock, nochmal hier 20, 25 Minuten mit dir zu quatschen. Wie geht's Absolut. Dir? Absolut. Ja, voll. Geil, wir wunderbar. Haben auch ein wichtiges Thema mitgebracht. Yes, absolut. Thema Sicherheit als Closer im Job, Sicherheit ganz generell im Job. Ich würde das gerne ein bisschen größer fassen. Ja. Da hat sich ja in den letzten 2, 3 Jahren seit Corona grob gesagt einiges getan. Magst du mal einsteigen in das Thema? Ja, gerne. Also ich habe da heute mit meinem Team morgens schon drüber gesprochen, weil wir immer mehr mitbekommen und auch merken von Leuten, die sich jetzt bei uns melden, die es mal so auf eigene Faust versucht haben quasi, also mit dem Closing erfolgreich zu werden und die jetzt immer mehr scheitern. Und hat das einen speziellen Grund? Das hat einen sogar sehr speziellen Grund und darüber sprechen wir ja heute auch. Wie weit soll ich denn ausholen? Gerne so, wie du es mir vorhin erklärt hast, was ihr im Sales-Meeting besprochen habt. Okay, also im Endeffekt jeder Wirtschaftszyklus von jedem neuen Produkt, von jedem Hype-Thema läuft immer wieder gleich ab. Jetzt aktuell nehmen wir mal das Hype-Thema künstliche Intelligenz oder AI. Da sind wir gerade so auf dem aufsteigenden Ast. Also quasi, also du kannst dich quasi aktuell in Anführungsstrichen gar nicht so blöd anstellen, dass du mit diesem AI-Thema aktuell kein Geld verdienst, weil das gerade so auf dem aufsteigenden Ast ist und weil sich jeder dafür interessiert, weil es was Neues ist, weil es spannend ist. An welchem Punkt? Weil ich glaube, das ist ja immer so ein bisschen eine Kurve einfach, ne? Genau. Jeder, der mal BWL studiert hat oder ja, genau, da, auch da nur komme ein ich jetzt Semester gleich hatte. Dazu. Weil ja, okay. Zum Beispiel bis vor ein paar Jahren war ja dieses Krypto- und Bitcoin-Thema quasi das, was AI heute ist, dieser aufsteigende Ast. Oder letztes Jahr zum Beispiel waren es noch die Real-Agenturen, so ja, mach dich mit deiner eigenen Real-Agentur selbstständig, bla bla bla, oder war das schon vor 2 Jahren, ich weiß nicht mehr genau. Ja, aber so, es gibt immer wieder so diese Hype-Themen. Vor 3, 4 Jahren war es noch Social Media Marketing Agency, also mach dich mit deiner eigenen Social Media Agentur selbstständig und bau dir Schieß mich tot auf, bla bla bla. Personalgewinnung hast du heute auch schon mal angesprochen. Personalgewinnung ist ein ganz krasses Thema, da würde ich aber gerne nachher noch ein bisschen stärker drüber sprechen. Personalgewinnung war so vor 2 Jahren ein richtiges Hype-Thema, wo das quasi so voll auf dem aufsteigenden Ast war. Und dann irgendwann pieken diese Sachen, wo man quasi ganz oben angekommen ist und dann flachen die ab. Und irgendwann kriegen die dann so diese Marktreife, also die steigen hier so hoch, ebben dann wieder ab und dann pendeln sie sich so irgendwo in der Mitte ein, wo man dann normales Business damit machen kann. Und der Grund, warum das so wichtig ist, dass man diese Marktzyklen versteht, ist, weil man, egal wo man jetzt gerade als Closer, auf welchem Punkt man für welches Angebot closed, du hörst immer andere Einwände, zum Beispiel. Doof gesagt, kurze Zwischenfrage, gibt es für den Closer-Markt, was würdest du sagen, an welcher Stelle der Kurve ist der aktuell? Ja, das ist jetzt ein geiler Punkt, weil darauf will ich nämlich raus. Das Thema Dropshipping. Amazon FBA, auch sowas wie Immobilien und so weiter, da stellt sich ja nicht mehr die Frage, kann man mit E-Commerce Geld verdienen? Es stellt sich auch nicht mehr die Frage, ob eine Immobilie geeignet dafür ist, sich fürs Alter was aufzubauen oder vorzusorgen oder passiven Cashflow aufzubauen. Die Frage ist eher irgendwann, wie gut funktioniert das Ganze? Also wie viel Profit wirft es ab? Also wir sind schon in der Optimierung und die Frage, wenn wir das jetzt aus der Coaching-Perspektive betrachten, bei E-Commerce-Coaches zum Beispiel, die anderen Leuten zeigen, wie man sich so einen E-Commerce-Store aufbaut oder wie man sich ein Vermögen mit Immobilien aufbaut, da ist ja nicht mehr die Frage, geht es überhaupt, sondern die Frage ist, warum sollte ich denn das Coaching genau bei dir machen? Verstanden, ja. Und das Thema Closer-Ausbildung ist auch schon bei der Marktreife, weil die Frage stellt sich eigentlich nicht mehr, ob man als Closer Geld verdienen kann, sondern die Frage, die sich stellt, ist eher, kriege ich überhaupt noch einen Job, weil das ja quasi so überlaufen ist. Suchen denn die Firmen überhaupt noch Vertriebspersonal? Und wenn ich einen Job als Closer kriege, kann ich denn dann überhaupt noch an diese 10.000 Euro im Monat rankommen? Oder geht es schon nicht mehr, weil es zu viele machen? Vor 5, 6 Jahren war nicht die Frage quasi, wie gut werde ich als Closer bezahlt oder muss ich als Setter arbeiten, in Anführungsstrichen, sondern die Frage war eher, ja, hey, klappt das überhaupt? Was ist, wenn sich Coaching gar nicht durchsetzt? Ist das seriös? Irgendwie sowas, ja. Genau. Ja. Und aktuell ist eigentlich nur noch die Einwände beim Thema Closer-Ausbildung ist eigentlich nur noch, kann ich dir als Anbieter vertrauen, dass du mir einen Job besorgst oder diese Geschichten. Aber die Frage, ob man mit Closing an sich Geld verdienen kann, die gibt es eigentlich fast nicht mehr. Maximal noch von irgendwelchen Neandertalern, die irgendwie immer noch nicht wissen, ob sich das Internet durchsetzt, so nach dem Motto. Heißt, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo Closing tatsächlich ein seriöser Job geworden ist, oder?
Ja, es ist jetzt immer noch nicht Mainstream, aber dass man als Vertriebler Geld verdienen kann, glaube ich, sollte sich jetzt rumgesprochen haben. Ja. Die Frage ist halt nur, was man als Vertriebler verkauft. Wenn du jetzt dich, guck mal, glaubst du, dass jemand, der bei Porsche als Vertriebler arbeitet, also ein Porsche-Verkäufer, glaubst du, dass die Leute gutes Geld verdienen? Ja, wahrscheinlich schon. So, die Frage ist halt, verdient man als Verkäufer von digitalen Produkten, von Online-Coachings Geld? Und wenn ja, wie viel? Mhm. So, aber dass man als Closer selber Geld verdient, glaube ich, die Frage stellt sich nicht mehr. Ja, bin ich bei dir. So, der Grund, warum das jetzt ein wichtiges Thema ist, ist ganz einfach. Ich habe da heute Morgen mit unserem Team drüber gesprochen und auch gestern Abend mit unserem Kunden, mit unseren Kunden im Live-Call. So, die haben diese ganzen Infos schon. Ich kann das jetzt auch hier nicht in der Ausführlichkeit machen, aber ihr kriegt eine abgespeckte Version, dass ihr versteht, worum es geht. Vor ein paar Jahren, als dieses ganze Closer-Ding noch was Neues war oder auch so, hey, Online-Business, bla bla bla, Mann, ganz ehrlich, da war es eigentlich scheißegal, was du für ein Thema genommen hast, weil alles neu war. Da war generell Online-Business an sich, Online-Geschäftsmodell. Vor 5, 6 Jahren, das war was Neues oder vielleicht vor 6, 7 Jahren. Ja. Da war es egal, was du gemacht hast, du konntest irgendwie Geld verdienen. So, das ist aber heute nicht mehr so, weil der Markt in sich viel intelligenter ist. Es gibt eine viel krassere Marktreife. Die Leute sind viel mehr educated. Du kannst dich heute nicht mehr einfach hinstellen und sagen, hey, wusstest du, dass man online Geld verdienen kann? Das sind die Leute so, ja, ah, du bist der Neue, oder? Ja, so, verstanden. Also du musst mittlerweile viel mehr über deine eigene Kompetenz verkaufen, über dein eigenes Alleinstellungsmerkmal, damit du noch einen Dollar verdienst, so nach dem Motto. Ich würde behaupten, das spricht ja grundsätzlich für den Markt. Im Sinne von, da hat sich weiterentwickelt, das spricht auch dafür, dass die Qualität steigt, weil am Anfang, wie du sagst, kann jeder Geld verdienen, da muss man nicht unbedingt was dafür können. Ja. Bedeutet ganz generell im Markt, da ist die Qualität gestiegen, das heißt aber wahrscheinlich für die Closer auch, dass auch die Qualität an Closern gestiegen ist, oder? Korrekt. Also du kannst heute nicht mehr die Leute irgendwie anlügen oder denen das Blaue vom Himmel versprechen, weil die Leute viel smarter sind. Das ist ja genauso, wie wenn jetzt früher, da wurden ja irgendwelche Drückerkolonnen, haben ja am Telefon oder an der Haustür haben so Zeitungsabos verkauft. Ja, glaubst du, das würde heute noch funktionieren? Nein, Mann, da macht nicht mehr die 80-jährige Oma die Tür auf, weil sogar bis zu der durchgedrungen ist, dass das Scammer sind. Glücklicherweise. Gott sei Dank, ja klar. Aber auch das hatte so eine Hochphase, wo es viele Drückerkolonnen gab, in den 90ern zum Beispiel. So speziell nach der Wende. Es ist in jedem Bereich so. Und die gute Nachricht ist das, was die Lea gerade gesagt hat, je länger sich das Thema hält, desto professioneller wird es, desto weniger Anbieter gibt es. Aber die es gibt, die sind einmal schon, also die haben sich rauskristallisiert als die wirklich Kundenergebnisse liefern, die wirklich kompetent sind. Ja, die sich selber auch weiterentwickeln, mitentwickeln mit dem Markt, ne? Genau. Auch jetzt hier zum Beispiel, wir haben ja nachweislich mit Abstand die meisten und auch die besten Kundenergebnisse. So, ich behaupte das jetzt nicht einfach so, sondern ich kann es beweisen anhand von Kundentestimonials, anhand von den Umsätzen unserer Partnerfirmen, die von uns Personal nehmen und so weiter. Dadurch, dass wir jetzt vor 2 Jahren angefangen haben, dieses hey, werde Closer, bau dir da aber irgendwie selber was auf, so, wo wir jetzt angefangen haben, vor 2 Jahren diese Idee seriös zu pushen, hat jetzt auch dazu geführt, dass es wieder so einen kleinen Peak gibt bei den Closer-Ausbildungen, wo jetzt wieder irgendwelche Dubai-Knalltüten uns da das Offer nachmachen wollen. Wo man richtig merkt, so, die kommen nicht vorwärts, die verdienen kein Geld, die so, weil wir auf, keine Ahnung, 60-70% von dem Markt drauf sitzen. Also das ist jetzt, ich behaupte das jetzt, okay, also das kann ich nicht nachweisen, aber ich merke das anhand des Feedbacks, das ich teilweise von Konkurrenten bekomme, anhand dem Feedback, das ich von Leuten bekomme, die Konkurrenz kennen oder auch von Kunden, die jetzt bei uns sind, die davor bei der Konkurrenz waren, die abgewandert sind. Und da merkt man, dass es so viel mehr Marktreife gibt und dass sich am Ende die Qualität durchsetzt, wie man in jedem Kalenderspruch hört. Und das ist ein Riesenpunkt. So, was das jetzt für euch als Closer oder als angehende Closer bedeutet, besprechen wir gleich. Aber ich rede hier schon wieder zu viel im Monolog. Nee, was ist deine Meinung dazu? Ich würde dir gerne ein paar Fragen dazu stellen. Gerne. Und meine erste Frage wäre, was heißt denn das jetzt für die Closer? Vor allem für die Closer, die sich entscheiden, jetzt in die Ausbildung einzusteigen. Gibt es da andere Dinge zu beachten als vor noch einem Jahr, wenn es um Jobakquise geht? Muss man bei der Auswahl der Partner irgendwie vorsichtiger sein, genauer sein, anders rangehen? Was heißt das jetzt für mich in dem Fall, wenn ich konkret jetzt als Closer die Ausbildung starte? Gar nichts. Weil solange du bei uns in der Ausbildung bist, bist du safe. Klingt jetzt wie ein Marketinggelaber. Ich meine das aber ernst und ich will euch sagen, warum. Weil ich bin jetzt schon so lange im Coaching-Markt, ich habe so ein großes Netzwerk, ich kenne so viele Firmen, Lea genauso.
wir wissen einfach, was abgeht. Das heißt, wenn du bei uns Kunde bist, dann kriegst du die Infos einfach aus erster Hand. So, wir haben gestern eine ausführliche Analyse vorgestellt an unsere Kunden. So, die kriegen das alles. Heißt also, solange du bei uns in der Ausbildung bist, bist du safe. Sogar wenn du irgendwo anders in einem Coaching bist, in einem Closer-Coaching, dann bist du immer noch besser aufgehoben, als wenn du es ganz alleine machst. Bei den anderen Ausbildungen, okay, ne, ich will da jetzt nicht viel drüber sagen. Ich weiß nur, aktuell ist es, behaupte ich, so schwer wie noch nie, ohne Mentor, ohne Team, ohne Netzwerk, ohne irgendwas erfolgreich zu werden als Closer, weil du kommst in die guten Stellen nicht mehr rein, weil sich der Markt schon einmal bereinigt hat. Kannst du das ein bisschen begründen? Thema Personalgewinnung habe ich jetzt vorhin schon kurz angeschnitten, da haben wir im Auto drüber gesprochen, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, warum es für die Firmen vor 2-3 Jahren ein Riesenthema war, Personal zu finden, warum sich das jetzt so ein bisschen geändert hat und was das dann für den Closer-Markt bedeutet am Ende. Ja. Naja, ist ganz einfach zu beschreiben. Ich meine, wir merken das nicht, aber da draußen in der richtigen Welt, da gibt es eine Krise. So, wir haben, also alles geht zurück, Investitionen gehen zurück, die Zinsen sind gestiegen, deswegen wird in der Immobilienbranche nicht mehr so viel gebaut. Bauträger und Bauträger gehen pleite, müssen Insolvenz anmelden, die Buden sind halb fertig gebaut, stehen da. Dadurch gibt es weniger Aufträge für Handwerker, also für den Mittelstand und so weiter. Also der komplette Mittelstand, was denn? Hast du es schon zum zweiten Mal ganz lustig gegendert? Bauträger und Bauträger. Echt, oder? Okay, ich wollte Bauträger nicht gendern, die Krankenhäuserinnen und Krankenhäuser. Na, siehst du mal, habt ihr mich schon. Ja, aber du hast zweimal die maskuline Form auch noch verwendet. Ja, ich bin wie Olaf Scholz, der auch immer sagt, liebe Bürger und Bürger, liebe Krankenschwestern und Krankenschwestern. Fehlerteufel. So, sorry. Also, ihr habt da mich schon ganz kirre gemacht mit eurem linksgrünen Scheiß da. Ich bin Kapitalist durch und durch. Ja, wir müssen nicht gendern. Bei uns ist jeder gleich, solange er Geld verdient. Also, der Mittelstand wird gerade komplett auseinandergerissen. Bis vor, ich sage jetzt mal 2 Jahren oder so, hat man es, glaube ich, noch nicht so gemerkt. Aber da konntest du mit einer Recruiting-Agentur, wenn du jetzt zu einem mittelständischen Pflegebetrieb gegangen bist oder zu einem Möbelhaus oder zu, keine Ahnung, einem Industriebetrieb, ja, die quasi so mit Internet gar nichts am Hut haben, sondern nur mit Realwirtschaft. Wenn du zu denen gegangen bist und gesagt hast, hey Freunde, ihr habt Fachkräftemangel, kein Problem, ich kann euch die geilen Leute besorgen, ich mache das alles digital, ich schalte Social Ads, bla bla bla. So, dann warst du halt einer der Ersten, oder vor drei Jahren, sage ich mal. Dann waren die Industriefirmen so, was, echt krass, geht das? Okay, let's go. So. Dann konnte jeder Hansi mit einer Recruiting-Agentur gutes Geld verdienen. Da gab es große Recruiting-Agenturen, die mittlerweile 30, 40, 50 Mitarbeiter aufgebaut haben. Die sitzen jetzt auf dem Grundstock der Industriebetriebe, die bereit sind, für so neuartige Geschichten Geld auszugeben. Die sitzen da drauf. So, wenn du jetzt als Neuer versuchst, eine Recruiting-Agentur aufzubauen und stellst deine ersten 1, 2 Closer ein, ja, viel Spaß. Du kommst nicht mehr vorbei am Gatekeeper, weil du bist an dem Tag der 20., der anruft. Die haben maximal schon eine Recruiting-Agentur. Aber weißt du, was doch viel schlimmer ist? Die suchen überhaupt kein Personal mehr. Weißt du, wieso? Weil die können nicht mehr wachsen. Wieso nicht? Ja, die kriegen keine neuen Aufträge mehr. Die sitzen jetzt, die meisten Industriefirmen sitzen jetzt auf einem Overhead an Personal, das sie bis vor 2 oder vor 1 Jahr eingestellt haben, weil sie so viele Aufträge hatten. Dann gingen die Aufträge zurück wegen Zinsen, bla bla bla. Ich will jetzt da nicht im BWL abdriften. Aber die Aufträge gingen zurück, die haben jetzt viel zu viel Personal, das sie eigentlich wegrationalisieren müssten und du rufst sie an und willst sie eine Recruiting-Dienstleistung verkaufen, das ist doch Quatsch. So, der Shift geht viel eher hin zu einer Neuauftragsgewinnung oder zu einer Neukundengewinnung für Industriebetriebe. Ich sage aber nicht, dass das jetzt plötzlich voll einfach zu verkaufen ist, weil alle shiften in diese Richtung. Wenn du das aber nicht checkst als Closer und immer noch denkst, du willst im Recruiting starten, dann ist aktuell das Timing halt meiner Meinung nach einfach scheiße. Okay, das bedeutet als Closer, man muss so ein bisschen den Markt im Blick behalten, um für sich feststellen Correct. Zu können, was sind aktuell gute Nischen, was sind aktuell schlechte genau. Nischen, wo lohnt es sich wirklich gerade einzusteigen, gilt das natürlich auch nicht für jede Firma, aber Pi mal aber Daumen, um mal ein Gefühl zu bekommen. Ne? Richtig, das Problem ist aber, und deswegen bin ich da so leidenschaftlich, woher wollt ihr das denn wissen, wenn ihr keine Kontakte habt? Du kannst schon Zeitung lesen, aber das sind alte Infos. Und das, keine Ahnung, Mann, wenn du das dein... Das steht auch in keiner Zeitung, ja, oder? Ja, das ist jetzt das Blödeste, was mir eingefallen ist. Dann also guck Nachrichten, ja, aber die werden von Journalisten gemacht. Journalisten sind broke. So, das ist doch... Ja, das ist ganz schwierig zu erahnen, wenn man da nicht drin ist, um ehrlich zu sein. Du musst das allein, in der Praxis, jeden Tag musst du das spüren, das so richtig am Puls sitzen. Allein mich hat, das war vor 2 Wochen, glaube ich, im Live-Call jemand gefragt, so, ja Lea, woran erkenne ich, was eine gute Stelle ist und woran nicht? Ganz ehrlich, meine Antwort war Erfahrung.
Richtig. So, mittlerweile, ich schaue mir eine Stellenanzeige an, ich schaue mir die Firma dazu an. Man weiß das, man sieht das, aber Das ist ganz schwierig, jemandem zu erklären, wenn du noch nie Fußball gespielt hast, wie musst du den Ball treffen? Das irgendwann, wenn du 20, 30, 40 Jahre lang Fußball spielst, dann weißt du, wie du den Ball treffen musst und dann weißt du, wie es sich anfühlen muss, dass der genau dahin fliegt, wo er hinfliegen soll. Aber wie erklärst du das jemandem, jetzt mir zum Beispiel, wie will ein Fußballprofi mir auf eine Stunde erklären, wie ich Ballgefühl entwickle? Ja, die Antwort ist gar nicht. Ja. Der kann mir vielleicht mal ein paar grobe Richtlinien mitgeben, aber umsetzen werde ich das nach einer Stunde noch nicht können. Keine Chance, no way. Das ist einfach Erfahrungssache und deswegen macht es so viel Sinn und da bin ich komplett bei dir, wenn ihr euch da jemand mit Erfahrung an die Seite holt, der euch das Gefühl, blöd gesagt, mitgeben kann und der euch aber vor allem beim Start auf die Finger schauen kann und euch davon abhalten kann, dass ihr am Anfang Fehlentscheidungen trefft, weil das ist einfach ärgerlich. Ja, und es ist nicht nur ärgerlich, sondern es kostet dich hinten raus mehr Geld und Zeit, als du dir heute vorstellen kannst, weil du so einen Butterfly-Effekt hast, den du gar nicht abschätzen kannst. Und das Problem ist, wenn ihr keine Erfahrung habt, wenn ihr keinen Mentor habt, wenn ihr niemanden habt, der für euch am Puls sitzt quasi der Zeit, dann kann es sein, dass draußen Winter ist, ohne dass ihr es mitbekommt und ihr versucht, Eis zu verkaufen und sagt dann am Ende, ja, Eis verkauft sich nicht. Ja, nein, du hast die falsche Phase dafür gewählt, dein Timing ist einfach scheiße. Eisdielen, die es schon seit 30 Jahren in Deutschland gibt, die das wissen, dass, keine Ahnung, zwischen Oktober und Februar keine Sau Eis kauft, die chillen in der Zeit in Italien. Aber im Sommer, wenn die hier sind und die Deutschen Eis wollen, ja, dann arbeiten die 24/7. Und so ist es in so vielen anderen Branchen. Da ändert sich es jetzt nicht pro Jahreszeit. Aber du hast immer Marktphasen und das kannst du nicht abschätzen, wenn dir die Erfahrung fehlt. Punkt aus, fertig. Und ich merke das gerade in so vielen, bei so vielen anderen Closern, die mir auch auf Insta schreiben, die gar nicht jetzt bei uns in der Ausbildung sind, die sagen, hey, bis vor, keine Ahnung, letztes Jahr lief das alles durch wie Butter und jetzt irgendwie seit Januar, ich kriege keinen Sale mehr zustande. Ich sage jetzt absichtlich nicht, in welchen Nischen. So, wo ich mir denke, ja, es ist eh ein Wunder, dass es so lange gut gegangen ist. Der Bedarf hat sich meiner Meinung nach letztes Jahr im Sommer schon geschiftet. Also du bist ein Jahr zu spät dran, Bruder. Und das ist das Problem. Und wenn du das nicht checkst, dann denkst du irgendwann, oh scheiße, Closing funktioniert nicht mehr. Ja, nein, der Bedarf hat sich einfach geschiftet. Du kannst auch nicht, wie gesagt, im Dezember versuchen, da draußen auf dem Marktplatz Eis zu verkaufen und kauf keiner, dann sagst du, ja, Closing funktioniert nicht mehr. Nein, Mann, der Bedarf ist nur einfach nicht da, weil du gerade versuchst, einem Eskimo einen Kühlschrank zu verkaufen. Das ist das Problem. Also, was ist jetzt die Lösung dafür? Weil jetzt, ich denke, das sollte jetzt jeder kapiert haben, worum es geht. Was ist die Lösung? Was machen wir damit jetzt? Ja. Dann frage ich dich. Ganz einfach. Die Lösung ist nicht, alle 6 bis 12 Monate das Angebot, das man verkauft, zu wechseln, okay? Ganz wichtig. Ich sage nicht, du sollst jetzt irgendwie Closer ADHS spielen. Was ich aber sage ist, du musst ein bisschen mitdenken, du musst vorausdenken, du musst am Puls der Zeit bleiben und dir muss klar sein, am Ende überlebt der Anpassungsfähigste. Und das hat Charles Darwin gesagt, nicht ich. Heißt also, weder ich erzähle jetzt gerade eine neue Info, noch ist das, was ich gerade sage, eine neue Info. Ich weiß aber trotzdem nicht, warum wir Menschen uns nicht gerne anpassen. So, ja, deswegen, das ist immer anstrengendes. Ja, kann sein. Aber deswegen weise ich dich jetzt darauf hin. Eine Haupteigenschaft von einem erfolgreichen Closer, der langfristig erfolgreich ist, ist Anpassungsfähigkeit. Ich sage nicht, dass man das Angebot ändern muss. Ich sage aber, wahrscheinlich muss man die Art, wie man das Angebot verkauft, ändern. Oder die Zielgruppe, an die man das Angebot verkauft, ändern. Weil, witziger Sidefact, ich sage ja nicht, dass keine Firma mehr Personal sucht. Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also das nur der Mittelstand sucht halt gerade kein Personal mehr. Dann solltet ihr halt euer Offer shiften von Personalgewinnung für Pflege, für Industrie oder für Handwerksbetriebe hin zu irgendeiner digitalisierten Variante. Weil es gibt so viele Firmen, die sich aktuell digitalisieren müssen, weil sie ansonsten wissen, dass sie in einem Jahr keine Zukunft mehr haben. So, die müssen sowohl ihre Mitarbeiter, ihre Personalgewinnung digitalisieren, als auch ihre internen Prozesse digitalisieren. Nächstes Beispiel, Online-Coaches, die suchen alle Personal. Weil diese Branche nach wie vor boomt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Denen hilft irgendwie keiner dabei, Mitarbeiter zu gewinnen. Selbst wenn die sagen, ja okay, Mitarbeiter-Ads kann ich selber schalten. Ja okay, aber weißt du denn auch, welche Mitarbeiter du einstellen solltest? Wenn ihr bisher beispielsweise Industriebetriebe begleitet habt und die dann irgendwie 50 Leute eingestellt haben oder so, dann solltet ihr, wenn ihr nicht völlig alles falsch gemacht habt, ja mittlerweile wissen, wie so ein geiler Recruiting-Prozess firmenintern aussieht. Dann verkauft halt das.
Das ist die gleiche Branche, die gleiche Nische, meinetwegen eine andere Zielgruppe, ein bisschen angepassteres Angebot, aber immer noch im gleichen Bereich. Das heißt, ihr macht kein Angebotshopping, aber ihr denkt halt mit und ihr entwickelt euch mit dem Bedarf eurer Zielgruppe weiter. Blöde Frage, das sind aber jetzt keine Entscheidungen, die ich als Closer treffen kann, sondern das entscheidet die Firma, für die ich close. Richtig? Richtig. Ich sag aber, wenn du jetzt als Closer seit 3 Jahren bei einer Recruiting-Firma closed zum Beispiel und du sprichst tagtäglich mit den Firmen, dann weißt du ja, wo denen der Schuh drückt. Das bedeutet, ich könnte das an meine Vorgesetzten zum Beispiel kommunizieren. Hey, weil ich sage jetzt einfach mal irgendeine Zahl, nach 3 Jahren bist du ein fester Bestandteil des Prozesses der Firma. Mhm. Also es ist auch dein Job, wenn du merkst, hey, ich krieg nichts mehr geclosed, Alarm zu schlagen, damit ihr euch gemeinsam hinsetzt und eine Lösung findet. Mhm. Gut, das ist ja jetzt wahrscheinlich noch nichts, was mir jetzt als Closer-Einsteiger passiert, weil Punkt A, fehlt mir dafür die Erfahrung. Ich habe dafür noch nicht genug Zyklen mitgemacht, um festzustellen, was gerade das Problem ist. Achso, ja, es kann auch sein, dass du Teil von einer Firma bist, und dann einfach wegrationalisiert wirst, weil du nicht mehr gebraucht wirst, weil sich der Bedarf der Firma geschiftet hat. Und dann arbeitslos wirst. Was? Naja. Wie sind wir da jetzt gelandet? Naja, ganz einfach. So, was bedeutet das für jemanden, der noch kein Closer ist? Naja, ganz einfach. Es kann sein, dass du gerade in einer boomenden Branche gearbeitet hast. Ach so, ja, aber dann bin ich ja noch nicht in der Ausbildung. Ich rede ja jetzt von jemandem, der bei uns in der Ausbildung ist. Ach so. Für euch bedeutet gar nichts. Bedeutet das gar nichts. Macht einfach, was wir sagen. Weil, schau mal, das habe ich jetzt leider gerade nicht hier, könnte ich noch holen. Wir haben die 44 Nischenschablone. Die geben wir auf der einen Seite als Freebie raus, auf der anderen Seite ist das auch ein wichtiger Bestandteil am Anfang unserer Ausbildung. Da sind 44 Nischen drin, wo man als Hochpreis-Closer extrem gutes Geld verdienen kann und insgesamt 17 Nischen, die aktuell extrem unbekannt sind, extrem gehypt sind und wo es quasi keine Konkurrenz gibt. Die wird regelmäßig einmal im Monat circa von uns geupdatet. Das bedeutet, alles, was du, wenn du bei uns in der Ausbildung bist, machen musst, ist eigentlich nur da reingucken, dir eine Nische aussuchen, die nachweislich gut funktioniert, die von uns abgesegnet ist und auf die du Bock hast. Und dann verdienst du Geld. Also bei uns in der Ausbildung hast du keinen Stress. Alright. Ja. Also Hirn ausmachen, wie immer. Ja, du sollst schon mitdenken, aber du hast halt einen klaren und vor allen Dingen einen aktuellen Plan. Ich muss mir keine Sorgen machen davor, dass, weiß ich nicht, jetzt die Nische, in der ich starte, dann nach einem halben Jahr abschmiert. Nee, mir geht es jetzt aber vor allen Dingen um alle, die jetzt gerade irgendwo in der Firma arbeiten, in der Industrie oder im Handwerk und sich halt da einen abchillen und denken, ja, die letzten 5 Jahre, wir haben gutes Geld verdient, bla. Ja, Leute. Mega, mega spannendes Thema, das ich auch gerne noch kurz aufmachen würde, mit Blick auf die Uhr. Wir haben es gestern im Live-Call gehabt, im Jobakquise-Live-Call, dass ich gefragt wurde, naja, so aber wenn von einem Kunden von uns, wenn ich mich jetzt als Closer selbstständig mache, das ist ja schon irgendwie riskant, weil es kann ja auch sein, dass mal ein Monat nicht so läuft oder dass die Firma mich dann eben nicht mehr braucht und mich wieder ausstellt, pipapo, so aktuell bin ich im Angestelltenverhältnis, irgendwie fühle ich mich da sicher und ich habe Sorge vor dem Sprung ins Ungewisse. Ja. Glaube ich, ist auch ein Klassiker, den wir wie oft in der Woche hören? Ja, schon oft. Schon oft. Also nicht speziell von unseren Kunden, weil das da oft schon geklärt ist, aber na, Social Media lässt grüßen. Lange Rede, kurzer Sinn. Magst du da noch einen kurzen Take dazu machen? Ja, also ich habe mal einen ganz spannenden Satz gehört von jemandem, der sich frisch selbstständig gemacht hat. Ist schon ewig her. Den Satz habe ich vor. Als Closer oder in einer anderen Branche? Nee, in einer anderen Branche. Okay. Ich habe den Satz gehört damals, da war ich Anfang 20 oder so, also das ist schon 10 Jahre her. Und er hat gesagt, der hat es in so einem Nebensatz gesagt. Der hat gesagt, als Angestellter bist du genauso so lange sicher, wie deine Kündigungsfrist lang ist. Das hat sich bei mir voll eingebrannt. Ja, aber Konstantin, ich krieg doch dein Arbeitslosengeld. Ja, Alter, wenn das dein scheiß Anspruch ist, dann verpiss dich aus unserem Podcast. Sorry. Da habe ich gar kein Verständnis. Bürgergeld, Arbeitslosengeld, ja, kannst du machen. Aber. Ja. Nee. Ja, ganz ehrlich, ich habe da auch noch einen kleinen Punkt dazu, weil schlussendlich, schau mal, als Closer ist es deine Aufgabe, was zu closen, sprich jemanden davon zu überzeugen, dass ein Produkt, eine Dienstleistung oder irgendwas gut geeignet ist, um ein Problem zu lösen. Du verkaufst was. So, wenn du jetzt deine eigene Arbeitskraft als selbstständiger Closer nicht verkauft bekommst an zum Beispiel eine andere Firma, jetzt mal wirklich angenommen, blöd gelaufen, eine Firma braucht dich nicht mehr. Punkt 1, warum sollte das passieren? Punkt 2, selbst wenn, dann wirst du, wenn du in der Ausbildung ein bisschen aufgepasst hast, so einen neuen Job haben, dann wird das kein Problem sein. Also das Ding ist, dass wenn du einen guten Job machst als Closer, im Sinne von, du bringst Umsatz in die Firma, das ist literally der einzige Job, den du hast. Und wie bringst du Umsatz in die Firma? Indem du Beratungsgespräche führst nach der Anleitung, die du bei uns lernst. Punkt. Wenn du das machst, hast du kein Problem. So, ändern sich ab und zu Marktgegebenheiten, wie wir es besprochen haben. Klar. Ja. Worst case,
ändere das Angebot und close für eine andere Firma. Okay, also das ist Worst Case. Wird aber nicht passieren, weil du, wenn du 3 Jahre lang einen guten Job machst und du merkst, okay, krass, der Markt shiftet sich gerade, wird es dir auffallen, ihr werdet euch anpassen und dann werdet ihr weiter Geld verdienen. Guck mal, wenn du so Firmen hast wie, ich nehme jetzt nochmal Porsche, seit wie vielen Jahren, seit über 100 Jahren verkaufen die Luxusautos? Gut, wir hatten dann, da gab es Welt, ne, vielleicht nicht 100 Jahren, aber ey, da gab es Kriege, da gab es Wirtschaftskrisen, da gab es bla, und trotzdem kaufen irgendwelche Leute ständig ein teures Cabrio. Also, die haben sich halt einfach angepasst, okay? Das ist bei allen Firmen so, die so lange überdauern. Und du hast dieses Problem, oder anders, als Closer weißt du, wie du an Geld kommst. Das ist die ursprüngliche und Hauptfähigkeit, die du lernst. Wenn du weißt, egal in welcher Situation, wie ich an Geld komme, das ist die Sicherheit, das ist deine Versicherung. Ja, und die ist 1000-mal mehr wert als irgendein Arbeitsvertrag mit einem Monat Kündigungsfrist oder Arbeitslosengeld oder sonst irgendwas. Aber weißt du, was das Problem dabei ist? Das können sich die meisten nicht vorstellen, dass das wirklich so ist. Ich weiß ja, aber ich habe gestern nochmal gesehen, wie wichtig das ist, also wirklich in den Augen von jemandem gesehen, wie wichtig das ist, dass man das einfach ab und zu mal dazu sagt. Und deswegen war mir das an der Stelle einfach nochmal ein Anliegen. Also ich habe das ja schon 3-mal bewiesen mittlerweile. Ich habe 3-mal aus dem Nichts ein Business aufgebaut, das Millionen macht. Also über 7-stellige Jahresumsätze. Das dritte haben die wenigsten mitbekommen, oder? Ja, das ist auch nicht offiziell, geht auch keinem was an. Dreimal aus dem Nichts. Dreimal. Also ich habe 3-mal, ich kann es auch beweisen mit Platten, umsetzen, blablabla, schieß mich tot. Ich habe 3-mal, natürlich gemeinsam mit der Lea, aber ich habe 3-mal aus dem Nichts ein Millionen-Business aufgebaut. Warum? Weil ich einfach weiß, wie es geht. Punkt. Das ist wie Zähneputzen. Ich frage mich da auch nicht mal, wie geht das gerade nochmal mit der Zahnpasta? Das passiert nicht. Ich weiß einfach, wie man Millions macht. Punkt. Das heißt, verbiete morgen Online-Coaching. Okay, kein Problem, gib mir ein Jahr. Ich finde irgendwas anderes, womit ich ein paar Millionen mache. Verbiete das auch wieder, dann finde ich irgendwas anderes. Das ist kein Problem. Und genauso ist es bei dir, wenn du weißt, wie man closed. Punkt, aus, fertig. Selbst wenn das irgendwann digital nicht mehr gehen sollte, wenn es irgendwann verboten wird, wenn das Internet verboten wird, ja gut, dann finde halt was anderes, womit man Millions machen kann. Dann wird weiterhin, irgendwas wird immer verkauft. Also das wird kein Problem niemals werden. Das checken die Leute nicht, die denken immer, das Geld ist dann weg, wenn man eine Krise hat. Nein, Mann, das ist nur woanders. Das Geld verschwindet nicht einfach so, Mann. Die drucken Monat für Monat, drucken die Billionen an Euros, Mann. Was denkst du, wieso wir eine Inflation haben? Geld buddelt sich in den Boden. Also das Geld verschwindet nicht. Das wird auch nicht einfach gelöscht oder verbrannt oder so. Ja. Weißt du, was mit unserer Wirtschaft los wäre, wenn wir eine Deflation hätten? Also das ist Quatsch. Heißt also, das Geld ist nach wie vor da, egal ob wir eine Krise haben oder ob sich die Wirtschaft im Kreis dreht. Vollkommen irrelevant. Das Geld ist einfach nur woanders. So, und wenn du lernst, wie du dir einen Teil davon immer wieder abschöpfst, also closer wirst, dann hast du literally dieses Problem nicht. Und wenn du dich auf deine Kündigungsfrist oder auf deinen Arbeitgeber verlässt und denkst, das ist Sicherheit, ey, dann solltest du echt nochmal drüber nachdenken. Aber ich glaube, das tut dir mittlerweile nicht mehr. Also kurz zusammengefasst, es macht speziell in der aktuellen Zeit Sinn, sich einen Mentor zu suchen, richtig? 100%. Closing, verkaufen wird nach wie vor immer aktuell sein. Ab und zu muss man sich ein bisschen anpassen mit dem Angebot, aber das ist völlig, völlig machbar und absolut zu meistern. Wenn du einen Mentor an der Seite hast, dann hast du den Riesenvorteil, dass du dich nicht selber durchkämpfen musst, was aktuell eine sinnvolle Nische ist und was keine sinnvolle Nische ist und dabei 235 Mal auf die Nase fallen musst, sondern du kannst einfach von Anfang an geil starten, mit Erfolg starten. Das pusht das Selbstbewusstsein, das pusht dich dahingehend, dass du weißt, du bist auf dem richtigen Weg und hält dich vor allem davon ab, irgendwie nach 2-mal auf die Nase fallen, Kopf in den Sand zu stecken. Von daher, persönliche Empfehlung, such dir einen Mentor, würde ich persönlich immer so machen. Und da übergebe ich jetzt an dich für die letzten Worte. Genau, wenn du Bock hast, dir mal uns als Mentoring anzuschauen, was ich echt nur empfehlen kann, weil wir nach allen Regeln der Kunst echt ziemlich marktführend sind gerade, dann geh jetzt auf hochpreis-closer.de. Buch dir endlich das kostenlose Beratungsgespräch, das du schon ewig buchen kannst, was du immer vor dir hergeschoben hast, was du gesagt hast, mache ich nächste Woche, bla bla bla, nach dem Urlaub. Buch es dir einfach jetzt, sprich mit uns, sprich mit meinen Kolleginnen und Kollegen, mit meinen Kollegen und Kollegen, sprich mit denen, lass dich von denen beraten, die werden alle mal an der gleichen Stelle wie du. Ich schwöre es dir, jeder Einzelne. Sprich mit denen, stell denen auch gerne kritische Fragen, dafür bezahle ich die, ja. So, dass die auch ein bisschen was tun für ihr Geld. Sprich mit denen, lass dich beraten, weil es ist immer am Ende des Tages eine individuelle Sache. Ja, wir machen hier keine Massenabfertigung, sondern wir wollen, dass du wirklich individuell ein geiles Ergebnis hast. Hochpreis-closer.de,
ich freue mich oder wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis dahin, beste Grüße aus Hamburg und wir exekuten jetzt weiter. Yes. Bis zum nächsten Podcast. Schönen Tag, viel Erfolg. Tschüssi. Ciao.